Hallo meine Lieben, wir begrüßen euch ganz herzlich. Heute mal wieder mal mit mir. Wir sind in Duett. Ja. Heute geht es mir wirklich gut. Ich war auch heute beim Frauenarzt. Also nur mal kurz, um nicht vorzugreifen. Gestern haben wir nicht gebloggt. Gestern war Montag, oder? Ja. Genau. Gestern ging es mir so schlecht. Also ich habe gestern den ganzen Tag gebrochen, aber den Sonntag auch. Ich habe gar nichts von einem Essen, was der Papa mir gemacht hat, in mir behalten. Das war einfach so, Essen, 5 Minuten das Genießen und dann wieder. Ja, da habe ich mir wirklich schon große Sorgen gemacht und gedacht, oh nein, bitte nicht schon wieder Wiederholung wie bei der Luisa damals. Und heute ging es mir wieder super schlecht. Ich war beim Frauenarzt und dann gab es aber natürlich auch was Positives. Ich habe meinen Mutterkindpass bekommen. Yay! Also das ist jetzt offiziell schwanger. Bis jetzt war die Mama illegal schwanger. Und dann habe ich auch wieder ein Bild bekommen. Ein neues Bild. Wow. Also man kann jetzt schon erkennen, hier 8 mm groß. Die schaut wie ich aus. Und es hat richtig gut, richtig gut pulsiert schon. Guten Herzschlag konnte man sehen. Hey, wie geht's dir? Ah, das ist so schön. Freust du dich, Baba? Das ist ein Wahnsinn. Sind wir schon die Ähnlichkeiten, oder? Das ist mal gerade so groß wie ein Nagel. Also ein dazugewachsener. Nee, das ist nicht. 8 mm. Aber, und ich habe ihm gesagt, dass es mir halt so schlecht geht. Und er hat mir was gegeben und hat mir wirklich geholfen. Und zwar diese Paspertin hat er mir verschrieben. Moment. Ja, Paspertin. Das gibt es auch als Tropfen. Also hat es früher als Tropfen gegeben, aber jetzt gibt es nicht mehr als Tropfen. Jetzt gibt es nur mehr als Tabletten. Und das, ich habe jetzt heute eine genommen. Und das geht mir so gut, ich könnte Bäume ausreißen. Man kann das freut mich. Der Baba hat eigentlich den Vergleich, aber wie ich heute in der Früh ausgeschaut habe, ich habe ausgeschaut, so wie eine Leiche. Das mir ist minimal schlecht, aber wirklich nur ganz, ganz, ganz. Ich will es nicht verschreien, aber wenn das hilft, wäre das wirklich meine Rettung. Ich hoffe, dass die Übelkeit auch nicht so lange andauert. Aber bei der Luisa hat es nur bis zur 10. Schwangerschaftswoche angedauert. Also ich hätte jetzt quasi nur mehr 2 Wochen. Aber eh lang genug. Und dann hätte ich es quasi überstanden, die Übelkeit. Ja, und heute vloggen wir ein bisschen, oder? Und morgen wollen wir ein richtiges Video mal drehen, wenn es mir besser geht. Oder der Ding ja. Bin ich hübsch? Sollen wir mal so ein Fragenvideo machen? Fragenvideo? Wie? Was sagt ihr dazu? Wollt ihr mal so ein Q&A machen? Oder wir können so ein Mukbang-Video machen? Das fragen wir nicht hier im Video. Ja, wieso nicht? Da können Sie unter diesem Video Fragen stellen und dann können wir die dann im nächsten Video beantworten. Aha. Na gut. Ja? Wenn es so geht. Sollen wir das machen? Ich fange mit dem Mukbang jetzt. An. An. Na gut, probieren wir es mal. Wenn wir gute Fragen zusammenbekommen, dann machen wir morgen oder übermorgen ein Mukbang-Video. Also, falls ihr Fragen habt rund um die Schwangerschaft oder grundsätzlich was anderes, alles, was uns betrifft, dann immer nur ab damit in die Kommentare. Auch verrückte Fragen sind erlaubt, aber... Ja, lustige Fragen, aber nicht freche Fragen. Genau. So Fragen wie, wir haben schon mal sowas gemacht auf Instagram. Wer würde eher fremd gehen? Wer würde sich eher scheiden lassen? Nette Fragen, lustige Fragen. Wird alles gerne aufgenommen. Soll ich mit Patrick jetzt noch über sein Geburtstagsgeschenk sprechen? Patrick hat in 3 Tagen Geburtstag und er wird 16. Oh mein Gott. Unser Sohn wird 16. Sollen wir ihn jetzt fragen oder sollen wir ihn einfach überraschen? Schon fragen. Och, der will aber überrascht werden. Ich habe mit dem nämlich im Auto geredet und der war nicht so, ja, keine Ahnung. Wir planen nämlich ein ziemlich großes Geschenk für ihn. Also ich. Das war eher meine Idee. Aber ich wüsste nicht, was wir ihn sonst kaufen sollen. Letztes, er braucht ja nichts. Ich glaube, entweder das oder ein Fahrrad. So ein richtig cooles Mountainbike. Also wir planen, er schaut eh nicht die Videos. Wir planen für ihn entweder diesen L17-Führerschein, den zu schenken. Das heißt, den macht man ab, wenn man 16 ist. Man macht den in seinem 16. Lebensjahr. Man hat dafür quasi ein Jahr Zeit und wenn man 17 ist, darf man dann, erst wenn man 17 ist, darf man zur Prüfung antreten, zur theoretischen. Verstehst du? Deswegen teilt sich das eh so gut auf. Meine Ohren blicken auf. Deswegen teilt sich das ja gut auf, auch mit den Kosten. Verstehst du? Weil das, ja, das hat ja keinen Sinn, alle Stunden vorher zu buchen, wenn er dann erst in einem Jahr
Ja, aber die 12 Stunden muss er jetzt im Juli schon machen. Ja, nicht alle im Juli. Das teilt sich auf, wie Zeit ist, alle 2 Wochen. Er geht ja nicht jeden Tag Sportstunde. You know, deswegen kann ich es für nicht cool, weil somit kann er jetzt den Führerschein machen und hat damit eine Sorge weniger, wenn er dann zum Beispiel für die Matura lernen muss oder so. Dann kann er das jetzt in den Sommerferien machen. Dann hat er das quasi abgehakt. Weil hier, wo wir hier wohnen, am Land, machen voll viele ihren 17er. Ach so. Das ist viel praktischer. Das ist viel praktischer. Man hat Schwangerschaft viel. Und Prüfungen und Geschenke bei uns sind gar nicht billig. Diese Schwangerschaft? McDonald's. So teuer ist McDonald's gar nicht. Ja. Wenn ich jetzt jeden Tag Sushi essen wollen würde, wäre das teurer. Wieso jeden Tag Sushi essen würden? Zum Beispiel. So, meine Lieben, wir haben uns entschieden, was wir dem Patrick schenken. Wir werden aber hier noch nicht sagen, das soll für euch auch eine Überraschung sein. Und ihr werdet das dann am 29. erfahren, also in 3 Tagen. Naja, ja, schon in 3 Tagen, wenn er Geburtstag hat. Und ich bin gespannt, was er sagt. Auf jeden Fall, naja, für euch ist er entweder ein Mountainbike oder Führerschein. Und ja. Wir haben uns noch ein bisschen beratschlagt, was wir machen sollen, und haben uns jetzt entschieden, dass mir jetzt aktuell wirklich, wirklich gut geht. Also ich habe ganz, ganz leichte Schübe, wo ich nur so ein bisschen Übelkeit empfinde, aber das hat sich wirklich jetzt gelegt. Also so, das ist wirklich so arg. Also wenn es wirklich an Paspert liegt, weil der Doktor gemeint hat, weil ich gesagt habe, mir geht es so schlecht. Ich habe gestern und vorgestern den ganzen Tag nur erbrochen. Ich habe nichts, was ich gegessen habe, tatsächlich in mir behalten. Egal ob Frühstück, Mittagessen oder Snack oder irgendwas. Ich habe alles durchprobiert. Wirklich, ich habe Nektarine probiert. Also eine Nektarine, dann... Was habe ich denn? Also am Sonntag hat der Papa mir so ein tolles Frühstück gemacht. Mit Eierspeise, ein bisschen Wurst und so. Da habe ich auch nicht in mir behalten. Kuchen habe ich auch gegessen. Habe ich auch nicht in mir behalten. Also alles, was ich... was der mir Leckeres gekocht hat oder so. Nee, nichts davon. Und heute ist wirklich der erste Tag, wo es wirklich gut geht. Deswegen bin ich so dankbar. Jede Frau, die mal so Übelkeit in der Schwangerschaft oder besser gesagt dieses Hyperemesis hat, die weiß, von was ich spreche. Ich habe übrigens auch probiert, mir diese... Diese Frisur nervt mich irgendwie. Ich habe probiert, diese Agyrax mir zu kaufen. Kennt ihr, habe ich schon mal genommen. Haben so viele Mädels oder Frauen unter euch, die auch schon mal unter Hyperemesis gelitten haben, haben sich sicher schon mal darüber im Internet informiert. Und zwar gibt es also Tabletten, die heißen Agyrax, die kann man nehmen. Die werden aber in Österreich und Deutschland nicht mehr hergestellt, weil wahrscheinlich die Pharmafirmen damit nicht so viel Geld machen, weil es nicht jeder kauft, nicht jeder braucht. Und ich habe es bei der Schwangerschaft mit der Luisa in Belgien bestellt, wollte es jetzt wieder in Belgien bestellen, aber die haben nichts mehr im Lager und haben gesagt, dass das Lager erst Ende des Jahres also wieder lagernd haben. Und da wäre es noch eine Apotheke in Frankreich gewesen, aber die liefert nicht nach Österreich. So, ich wollte euch noch irgendwas erzählen. Habe ich vergessen. Achso, und für die ganzen Leute, die so geschockt sind, dass ich tatsächlich letzte Woche jeden Tag bei McDonald's mir was geholt habe. Es gab wirklich Leute, die so richtig entsetzt waren und so mir richtig so... Wie kannst du es wagen, deinem ungeborenen Kind so viel schlechtes Essen zu geben? Aber das war einfach das Einzige, nachdem ihr nicht schlecht geworden ist. Deswegen ist mir scheißegal, was ihr denkt. Ja! Komm rein! Also ist mir scheißegal, wenn die Leute sich irgendwann ein Urteil bilden oder was auch immer was. Aber das hat mir geholfen und deswegen habe ich es gerne, gerne gegessen. Magst du mal Hallo sagen? Nein. Nein? Sag mal Hallo. Oh, ein Babygirl. Schau mal, Lisa, machst du das Baby sehen? Schau. Das Baby sehen. Da, Baby. Da ist das Baby. Ja. Baby, nein. Ja. Siehst du? Was? Das ist Baby. Ja. Hier rein. Ich mach das schon. Nein, Mama. Wer ist meine Häschen? Häschen, Bieschen. Dankeschön. Was ist das? Ah, so. Und da es mir jetzt ein bisschen besser geht, werde ich ein bisschen hier arbeiten.
Okay? Hilfst du mir? Wir müssen ein paar E-Mails checken. Mama. Stress? Ein Medikament, ich könnte Mama. Dankeschön. Stress, Mama. Das ist Mamas Wimpernbürste. Bürste? Mhm. So geht das. Bürste? Siehst du? Ja. Doch? Nein. Nein. So, Lieferung ist heute auch gekommen. Ja. Haben wir nämlich von Amazon solche Clips bestellt. Für, wenn man Shellack drauf hat oder auch für diese Tip-On. Das ist nämlich so, da kann man dieses Wattepad mit Aceton draufgeben und dann klemmt man das so ein und dann lässt man das so 10 Minuten wirken, so dann geht es super gut sein. Weil mit Alufolie hält es, finde ich, nie so gut und es ist nur nervig. Aber jetzt tun wir ein bisschen arbeiten. Gehst du spielen? Was ist die Lücke? Was ist das? Was ist das? Einfach schüchtern. Kann ich Kuschi haben? Was ist das? Meine Wimpernbürste. Lisa, man weiß nicht, wie sie mich nennt. Bürste? Bürste, ja. Die Mama muss arbeiten. Bürste da macht. Ja. Magst du was spielen mit Michelle? Ja. Na komm, geh. So, während ich jetzt im Büro ein bisschen gearbeitet habe, wird Papa hier schon wieder fleißig am Kochen. Ich bin wieder da, wo ihr mich letztes Mal gelassen habt. Also ich habe den besten Mann auf der Welt und scheinbar finden das viele von den Zuschauern, die auch gerne meinen Mann hätten, haben auch noch solche Kommentare gesehen. Wenn er nicht mein Mann wäre, dann wäre er eurer. Oder wer auch immer das geschrieben hat, mussten wir beide ein bisschen lachen. Der Papa ist so lieb und schält mir gerade einen Granatapfel. Das ist das Einzige, was ich gestern auch gegessen habe und nicht erbrochen habe. Und das ist so lecker, der frische. Die Lisa hat es auch gerne gegessen. Ach so. Die mag das auch so gerne. Aber geht Granatapfel so zum Öffnen? Nein! Aber diese Schüssel ist viel zu klein. Was machst du denn mit dem da? Durch. Aber kochen? Ja. Also sind eingefroren? Anbraten. Was isst du? Couscous. Ah, mir ist auch vielleicht ein bisschen Couscous. Was machst du rein? Zwiebeln, Tomate, Zitrone. Oh, Zwiebeln. Kannst du mir auch ein Couscous ohne Zwiebel machen? Mhm. Weißt du, hast du in mein Essen damals Knoblauch reingetan? In welchen? In diese mit Brokkoli. Ja. Ich habe es gesehen im Video. Das war ein Fehler. Ich glaube, deswegen habe ich es wieder hinaus befördert. Kannst du mir mein Bier aufmachen? Wo ist das? Ja. Weil mir noch kalt ist. Okay. Ein Bier für Daddy. So, ich und meine Granatapfelkerne sind jetzt wieder im Büro. Ich liebe Granatapfel. Ich sag's euch, das ist so eine pure Sucht. Das ist einfach so, das ist wunderschön, wie die auch aussehen, wie so kleine Kristalle. Ich liebe es einfach. Ich bin die Einzige in der Familie, ich und die Luisa, die das gerne mögen. Ich werde das jetzt essen und ein bisschen weiterarbeiten. Mir geht es aktuell noch gut. Ich sag's euch, wenn das mir geholfen hat, ist das wirklich meine Rettung. Oh, pass Betty. Ich war schon richtig traurig, weil ich diese Agurax-Tabletten nicht bestellen konnte. Bin richtig happy. Na gut. Wie gesagt, ich und meine Granatapfel werden hier weiterarbeiten. Und ja. Hier ist die Küche mal wieder in Action. Papa macht Pommes und Hühnerfleisch. Er hat auch Couscous gemacht. Salat. Wer isst Salat? Das kommt da rein. Aha. Ich wollte eigentlich auch Couscous essen, aber irgendwie finde ich den jetzt nicht mehr so cool. Die Luisa hat ihr iPad beim Essen. Sie hat eine neue Hülle. Die Lara schaut. Ist das cool, Lara? Und ich gebe dem kleinen Küken ein bisschen Salat. Wir haben sie heute schon früher reingeholt, weil es geregnet hat. Also ich habe. Wie Michelle, ja. Aus deinem Bauchgefühl. Aus deinem Bauchgefühl. Ja, irgendwas hat mir gesagt. Okay, nimm Pulver, zieh die Schuhe an. Was, Michelle? Irgendwas hat mir gesagt, dass ich die Ja. Und danach hat es geregnet, hast du gut gemacht. Wir machen jetzt noch das Bett.
Frisch bezogen, muss es sein? Sagt er mit den kleinen Mäusen. Achtung! Achtung! Baum fällt! Papa, wie wäre es, wenn wir die Kinder zusammenpacken und jetzt eine kleine Runde spazieren gehen? Mit allen. Na, jetzt hier ein bisschen. Ja, wäre nicht schlecht. Komm, Lisa, geh mal Schuhe anziehen. Gummistiefel. Hey, Papa. Mama, Hilfe. Papa. Okay, lass dich runter. Sophie, du musst das Bett machen. Sophie, du machst das Bett, aber ja? Aber nicht kaputt. Okay, Sophie, geh mal Kassi. Ja, und Gassi. Geh mal Kassi. Geh mal Kassi. Kassi? Ja, sie soll nicht mal Gassi. Gassi, Gassi, Gassi. So, wir sind jetzt mit der gesamten Gruppe. Hier ist noch die Michelle. Es schaut aus, als hättest du keine Hose an. Ja. Wir gehen jetzt hier mit der. Gehen wir ein bisschen rauf, oder? Mama, als wir gestern. Sarah, nicht da rein in den Gatsch, die Lisa macht es dann nach. Als wir gestern hier. Gehen wir zum waren. Papa. Warte kurz, Michelle. Mit Bebe, gehen wir da runter? Als wir gestern hier waren, haben wir diese Katze da gesehen. Die wir damals gefunden haben, gell? Aber öftere Male haben wir sie schon gesehen. Ja, sie ist kein Freiläufer. Der Papa hat mir sowas gegeben, so Sonnenblumenkerne und Augenkürbiskerne. Das hilft noch gegen die Übelkeit. Die Übelkeit ist jetzt wieder zurückgekommen, aber ich habe jetzt wieder so einen Pass Perdin genommen. Und Kinder, da bleiben. Abdrücken machen. Komm. Mama, endlich schönes Wetter. Ja. Und endlich warmes Wetter. Achso, hier ist warm. Die Hunde wollen unbedingt ins Wasser springen. Der Papa will sie nicht lassen. Komm schon, Daddy, bitte. Lisa, nicht so nah. Ich habe Angst, dass die Lisa ins Wasser hüpft. Wer badet sie? Wir lassen sie einfach trocknen. Die Sophie hat eh keine Maß. Hey, lass sie, Patrick. Wenn die Amy jetzt schon nass ist. Lass ja? Jetzt auch schon ins Wasser. Ich sag ja. Mama, Papa. Schau mal, Lara, schau. Lass die Amy auch ins Wasser. Ja, Papa, lass sie. Jetzt ist er schon. Oh, Sophie, wo schwimmt sie hin? Sie spielen wahrscheinlich Fangen. Ja, und jetzt? Oh, zurück. Oh, wie sie. Was war das jetzt? Abfangen, spielen im Wasser, oder was? Papa? Das ist süß. Papa, ich habe im Boden ein Brot gefunden. Macht nichts, Lara. Warum sind die so narrisch? Das sind sie immer, wenn sie narrisch. Komm, noch mal eine Runde. Wir wollen jetzt nicht mehr. Papa, das ist eine lange. Schau, Luisa. Eine lange. Schau mal, Luisa. Lang, die habe ich noch nie so lang gesehen. Lange, nackte? Was ist das? Ich noch Nacktschnecke, Baba. Ich habe noch nie so eine lange Nacktschnecke. Eine lange, nackige? Schau mal, wie lang die ist. Luisa, was ist das? Eine Nacker. Wie ist das? Das ist Salamandra. Nacker. Die Luisa hat Nacker. Salamandra. Baba, die Luisa hat Nacker gesagt. Luisa, was ist das? Eine Nacker. Nacker. Was ist das, Nacker? Mama. Nacker. Nacker. Nacker? Lara, hast du sie gesehen? Da, so, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Bitte wundert euch nicht, mein Badezimmer spiegelt ein bisschen. Ja, sorry. Und die Lara hat sich freiwillig gemeldet, die Sandalen zu waschen von den zwei. Lara, du bist die Beste. Ja, wir nehmen gleich mal die Bügelbären aufgeschüttet, weil Mutter ist alleine weggerutscht. Oh, wirklich? Ja. So, das dann. Was immer wieder ausmachen. Diesen hast du schon gewaschen? Ja, meins. Du, das ist Luisas. Deine sind die Großen. Du bist so toll. Wir haben jetzt die Mädels noch schnell umgezogen, Füße gewaschen, Hände gewaschen. Dann hat die Lara gesagt, sie möchte die Sandalen. Und dann hat die Mama einfach meine Klamotten nass. Ja, ich habe unabsichtlich deine Klamotten nass. Ist egal, ob die Beine schon dreckig oder gemalt sind. Lara, du bist so süß. Arbeit machen.
Was habe ich denn für ein tüchtiges Mädchen? Soll ich dir helfen, Lara, lieber? Na, ich kann schon alles alleine. Ach so, ich kann es auch machen, wenn du möchtest. Nein, ich mag nicht. Ich werde jetzt schnell das Bett weiter beziehen. Das haben wir ja so gelassen. Wir haben jetzt noch schnell abgezogen, dann noch ein Spannleintuch drüber geworfen und den Rest so gelassen, weil wir rausgehen wollten, bevor es noch dunkel wird. Oh no, mein Baby macht eine Aua. Was ist mit deinem Baby los? Du bist los! Was ist mit deinem Baby los? Du brauchst Hilfe! Es braucht Hilfe? Machst du gerade erst Hilfekurs? Ja! Aha! Die Betten werde ich jetzt nicht machen, weil wir gehen ein bisschen. Auf, frisch beziehen! Wir kommunizieren nur mit Handys im Haus. Du musst dein Bett frisch beziehen! Wir machen jetzt noch Laras Bett. Hallo, bist du noch da? Weil morgen werden wir die ganze Bettwäsche waschen, ja? Ach, wir haben jetzt auch Laras Bett gemacht. Also der Papa hat es gemacht. Ich habe den Kleinen noch ein bisschen Milch gegeben. Milch. Die Luisa trinkt gerade Haselnussmilch aus der Flasche. Und ich liebe auch grad, hier das Milch. Du liebst auch die Milch. Und ja, wir werden uns jetzt vom Vlog verabschieden. Meine warte gut, Lara. Die Kleinen werden jetzt ins Bett gehen. Und danke fürs Zuschauen. Papa ist müde. Tschüss.